Hi und herzlich willkommen zurück zu unserer Sims 4 Black Widow Challenge. Wir haben im letzten Part Takashi gezeigt, dass wir Reggie an der Angel haben. Und ab jetzt ist er zum Abschluss freigegeben. Das heißt, Mann Nummer 9 ist jetzt am seidenen Faden und ich hoffe, vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht kriegen wir es hin, dass er sich heute kaputt repariert und einen Stromschlag kriegt. Drückt mir die Daumen, dass Mann Nummer 9 leicht umzubringen ist, damit wir bereit sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Part und sagt, let's go. So Leute, es ist Sonntag, 3 Uhr morgens bei meinen Sims und Takashi ist wach, weil er pinkeln muss. Und ich habe gerade gesehen, er hat diese Midlife-Crisis. Er hat das Gefühl, als ob das Leben einfach nur so vor sich hin plätschern würde. Ein Tag gleich dem anderen und nichts Aufregendes passiert. Vielleicht wird es Zeit für eine Veränderung. Interessant. Er hat gestern seine Frau beim Betrug mit einem anderen erwischt und sagt, vielleicht wird es Zeit für eine Veränderung. Wir wissen ja, dass er Carol mit der Aufnahme unter Druck setzen möchte. Ich glaube, dass sich Takashi jetzt so vornimmt, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Und deswegen so auf die Art, er ist ja auch gefährlich. Vielleicht kommt er auch auf die Idee, dass er Carol umbringen möchte, bevor sie es tut. Unser Hilfsgeist ist da. Den habe ich auch gerade rumschwirren sehen. Sehr witzig, dass Marcel auch mal wieder am Start ist. Aber der isst hier sein Müsli, anstatt dass er aufräumt. Sag mal, Marcel, wärst du so nett und würdest hier ein bisschen aufräumen? Ansonsten würde ich erwarten, dass Takashi aufräumt. Wir wollten ihn ja fertig machen, so gut es geht. Also wir wollten ihn ja ins Burnout schicken. Das haben wir auch, glaube ich, geschafft. Guck mal, er repariert von alleine. Okay, okay. Also er hat einen Burnout, er ist super angespannt, er ist in der Midlife-Crisis und repariert jetzt draußen die Stereoanlage. Ich hab's nicht gedrückt. Wollt's nur sagen. Also wenn er sich jetzt umbringt, dann tot durch Selbstschuld. Der Name, ich hab sie, glaube ich, ganz gut im Griff inzwischen, unsere Namen. Obwohl die asiatischen Namen Hideki, Takashi und Satoru für mich schon schwer waren zu merken. Aber ich habe sie alle jetzt, glaube ich, unter Kontrolle. Carol ist auch wach. Oh, und da fällt ihm gerade ein. Mit Carol über Beziehungsängste reden. Carol, was machst du? Die will wieder in die Sauna. Das funktioniert nicht, Girl. Wen hat sie denn hier? Mit Malcolm plaudern. Und sie will jetzt mit Marcel plaudern. Schön. Also sie nimmt ihren Ex-Mann, um zu plaudern. Die hat Hunger. Vielleicht kann sie sich mal was zu essen machen. Nee. Ich will nämlich jetzt nicht weggehen von Takashi, weil ich wirklich sehen will, ob er einen Stromschlag kriegt. Hat er so gute Skills? Kann er so gut reparieren? Nee. Kann er nicht. Wieso kriegst du keinen Stromschlag? Es geht ihm schlecht. Es geht ihm schlecht und er muss reparieren. Warum kriegt er denn keinen Stromschlag? Regen wäre praktisch. Ja, das stimmt. Den Mann in die Verzweiflung treiben und dann nicht schuld sein. Was? Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mensch, Takashi kriegt halt endlich mal deinen ersten Stromschlag. Wir brauchen ja eh 2 oder 3. Verstehe ich nicht. Das hat bei den Puppenhaus-Challenges immer sehr gut funktioniert. Aber das letzte Mal beim Puppenhaus war es... Toll. Shit. Das letzte Mal beim Puppenhaus war es auch so, dass keiner mehr einen Stromschlag gekriegt hat. Was ist los? Ist es bei mir kaputt, dass die Stromschläge kriegen oder was? Das Einzige, was Carol jetzt tun könnte, damit es weiterhin kaputt geht, ist eine Wetterstation zu kaufen, glaube ich. Weil wir haben sonst keine Option, Regen zu beeinflussen. Und heute sieht es nicht nach Regen aus. Also wir haben ja Geld. Und ich kann die Sachen, also Carol kann die Sachen nicht kaputt machen. Das heißt, wir bräuchten Regen, weil sonst ist nichts kaputt in dieser Wohnung. Dann machen wir es so, Carol geht jetzt online shoppen. Girl, wo bist? Na toll, sie ist auch angefressen. Sie ist auch angefressen, weil Takashi einfach nicht am Stromschlag sterben möchte. Aber bevor sie die Entscheidung trifft, ihn umzubringen, muss er sie ja eigentlich noch unter Druck setzen. Deswegen, lasst mal ausprobieren. Takashi ist jetzt wach geworden, hat die Sache draußen repariert und jetzt ist Carol wach und er hat ja den Betrug gesehen am Vorabend und ist stinksauer. Ich weiß nicht, wie schaut's aus? Ja, blutrot. Die beiden mögen sich nicht mehr. Und jetzt nimmt er die Aufnahme, die Spionagewanze und geht zu Carol damit. So, und jetzt bin ich, Moment, ich muss suchen. Und jetzt erpresst er sie oder er versucht sie zu erpressen mit der Spionagewanzenaufnahme. Er hatte sie damals verwanzt mit der ganzen Sache wegen Marcel. Sie hat aber eigentlich nichts gesagt, was sie belasten würde. Aber er versucht sie zu erpressen, damit sie hier keine Spielchen treibt. Weil er Angst hat, dass sie ihn verraten könnte oder dass sie ihn versucht zu linken. Und währenddessen Marcel im Schrank so. Nee, ich kann das ihm richtig machen. Noch. Nicht mal einen Stromschlag, Marcel. Er ist zwar schön, dass er da ist, aber er ist ja eigentlich Zeuge. Dafür, dass Marcel weiß, dass wir ihn ja umgebracht haben, ist er ganz schön nett zu uns als Geist, wie ich nur mal so gesagt habe. So, jetzt bin ich gespannt. Krass, oder?
Guck dir das mal an. Sie fängt direkt an zu weinen und er lacht. Sie hat ihm abgekauft, dass er etwas gegen sie in der Hand hat. Also schon krass, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Carol da so leicht, ja, leicht zu beeinflussen ist. Oder Carol spielt nur, dass sie total verzweifelt ist. Weil sie weiß, dass sie nichts gesagt hat. Und sie will ihm nur das Gefühl der Übermacht oder der Oberhand geben. Entweder spielt sie es nur, damit er glaubt, er hat sie in der Hand. Oder sie ist gerade wirklich betroffen. Carol war nicht glücklich darüber, erpresst zu werden, aber sie hat ein paar Simoleons geblecht, um sicherzustellen, dass die Aufnahme nicht in falsche Hände gerät. Habt ihr gesehen, wie viel abgezogen wurden? Habt ihr es gesehen? Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Hä? Und geht das nicht irgendwie in meine Haushaltskasse? Müsste nicht sein Geld auch mein Geld sein? Hat jemand gesehen, wie viel Geld sie, Erpressungsgeld sie gezahlt hat? Sie spielt das nur, damit er sich sicher fühlt. Und Carol hat jetzt direkt mit ihm dieses Zeichen. Ich guck mal direkt, was es ist. Persönlicher Bruch. Okay, schwelender Groll. Entzürnt über Betrug. Krass. Also sie ist jetzt sauer. Ich sehe die Abgeklärtheit in ihrem Blick. Und sie ist jetzt natürlich angespannt, weil sie beim Betrug erwischt wurde. Aber das hat mit dem Betrug mit Reggie zu tun. 97? Sunshine 97? Das war aber nicht viel. Der hat sich mit einem Honey zufrieden gegeben. Das ist ein bisschen peinlich, oder? Also wenn ich richtig gesehen habe, dann stand da eine plus 97. Naja, weil es in unsere Haushaltskasse ging. Och Takashi, du bist selbst als Gangster ein Loser, wenn wir ehrlich sind. Er hat es noch nicht mal geschafft, Carol ordentlich zu erpressen, wenn er echt nur 97 Simoleons genommen hat. Aber gut. Umso besser. Also er kann noch nicht mal das. Ich erschrecke ihn jetzt, weil ihr gerade sagt, ich weiß nicht, ob Sims zu Tode erschreckt werden können. Nee. Nee, können sie nicht. Dass er Streiche nicht mag, ja, gerne. Dann weiß ich, was er zu tun. Was kann er überhaupt, Alicia? So, und jetzt gehe ich mal auf die Suche, ob Carol... Ach, guck, das ist jetzt auch kaputt. Ob Carol eine Wetterstation, ob sie sowas kaufen kann, ob es das gibt auf dem freien Markt. Das wäre interessant. Und ob sie bedienen kann, weil wir bräuchten Regen und ein paar Elektrogeräte draußen, damit er möglichst viel reparieren muss. Also ich werde ihn dann natürlich beauftragen, das Zeug zu reparieren. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass der Stromstege kriegt, weil irgendwie, das hat beim letzten Puppenhaus schon nicht mehr gezogen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Oh, ich habe Maybe Caps on. Wettersteuerungsgerät. Entschuldigung. 1500. Jetzt kannst du... Okay, wir versuchen es mal. Ich stelle es einfach mal da hinten hin. Und wenn ich schon mal dabei bin... Was geht denn alles kaputt? Eigentlich so Soundboxen nur, oder? Also ich kaufe einfach noch so ein paar Geräte in der Hoffnung, dass sie Schrott gehen und er sie dann reparieren muss. So, einfach noch ein paar Elektrogeräte. Carol, es wäre jetzt toll, wenn du dafür sorgen könntest, das aktuelle Wetter ändern. Regen. Ob das geht, würde mich interessieren. Schau mal, ja. Sie ist so, ah, Regen. Köln direkt Regen. Regen. Alles, was elektronisch ist. Und er auch so, oh Mann, Regen. Takashi, ich habe da eine Aufgabe. Ich habe da eine Aufgabe für dich. Reparier das. Weil wir müssen Geld sparen. Ellie, guten Morgen. Moment, was haben wir? Sonntag, du musst nicht zur Schule. Girl, kannst du an deinen Videos arbeiten? Übergänge hinzufügen? Nee, nicht zusammenführen. Nein. Wir führen keine Videos zusammen. Jedes Video ist einzeln. Hochladen. Effekte hinzufügen, die soll ihre Videos bearbeiten. Takashi repariert. Ach, wir brauchen das Ding eigentlich gar nicht mehr, weil Lena wohnt ja nicht mehr bei uns. Fällt mir gerade so auf. Eigentlich auch voll schade. Aber gut, wenn das jetzt ihm Stromschläge beschert, dann wäre es noch richtig witzig. Das wäre so quasi das Lenas Teil. Oh nein, Phil, was tust du? Hat sie Mist gebaut? Es sah nicht so aus, als ob das gewollt war. Das Wetter hat das Wetter erfolgreich geändert in... Nee, es hat nicht funktioniert. Du musst es nochmal versuchen. Ja, mach noch mehr Wäschehaufen. Takashi kriegt keinen Stromschlag. Ich krieg die Krise. Könnt sie nicht Gewitter machen? Dann könnte er vielleicht vom Blitz getroffen werden. Smart, Victoria. Smart. Gewitter. Du hast recht. Dann halt den großen Strom. Wenn es mit dem kleinen Strom nicht funktioniert, dann versuchen wir ihn einfach auszusperren. Das ist smart. Gefällt mir. Ich hab zu klein gedacht. Ich habe so mit ein paar Volt... Ich habe nur an so ein paar Volt gedacht, aber du so Blitzschlag. Als ob er das nicht kapiert. Schatz, ich habe ein paar Sachen in den Regen gestellt. Mach die mal ganz. Die standen vorher schon da. Die sind leider kaputt gegangen.
Umso billiger das Gerät, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Stromschlag bekommt. Oh, dann ist er natürlich da. Wieder schlecht. Aber Takashi, du kannst dann... Achso, es ist ja nichts kaputt. Kell, mach mal Gewitter jetzt. Habt ihr die Lache gesehen? Es regnet. Es regnet. Perfekt. Ja, Girl, geh doch bitte bieseln. Ja, ich weiß, du hast noch nichts gegessen. Geh ruhig nach unten bieseln oder wo auch immer du hin willst. Aber geh rein. Und er levelt einfach die Geschicklichkeit auf. Das macht mich fertig. Aber ist nicht jetzt hier... Schau mal, jetzt sind ja hier die Sachen kaputt. Hier, reparieren. Das war... Ich weiß jetzt nicht, was teuer war oder was billig war. Der war, glaube ich, auch noch recht billig. Wenn er natürlich nur auflevelt, habe ich hinterher einen Top-Handwerker, aber immer noch einen Ehemann. Es regnet, weil sie trinken muss, genau. Aber das Wettergerät gefällt mir schon mal sehr. Und wenn wir gerade dabei sind und er jetzt hier draußen ist, dann wird sie jetzt hier die Tür abschließen für jeden, vorne und hinten. Das ist mir wichtig, abschließen für jeden. Weil dann kann sie nicht raus, auch Ellie kann nicht raus und Takashi kann nicht mehr rein. Und Carrie geht dann nur raus, wenn sie die Wetterstation... Warte, die kann ich mir auch eigentlich reinholen. Wollen wir mal nicht so sein. Wer braucht eigentlich hier diese Couch? Hier, ich hole mir die Wetterstation einfach hier rein, weil dieses Zimmer war eh irgendwie... Weiß ich nicht so recht, was wir damit wollten. Ich weiß nicht, ob eine Wetterstation drinnen funktioniert. Mal anders gefragt, aber scheinbar. Oh. Oh nein, Carrie, du bist gar nicht drin. Mensch, Sachen. Du machst Sachen. Aufschließen. Hier hingehen. Ich will nämlich, dass die Katze und die Kinder alle drin sind. Und dann verriegelt sie hier die Tür mit den Teilen. Sodass Takashi nicht mehr reinkommt. Mal, danke. Ellie. Ellie, bitte bleib. Ellie, bleibst du bitte? Gehst du bitte? Ellie. Ellie, rein mit dir. Genau, schnell. Perfekt. Und jetzt machen wir abschließen. Für jeden. Katze ist drin. Okay. Ellie ist drin. Carol ist drin. Perfekt. Ihr könnt ja dann zusammen die Wäsche machen. Weil hier drin sieht es nämlich schrecklich aus. Was ist mit der Waschmaschine? Ausräumen und Wäsche bringen zu Trockner. Und den Flusenfilter kann die Kleine reinigen. Und er repariert. Er hat immer noch keinen Stromschlag bekommen. Obwohl er müde ist. Ungeduldig. Hungrig. Angespannt. Hä? Das verstehe ich nicht. Komm bitte, lass dich doch wenigstens vom Blitz erwischen. Du, Blitz hat eingeschlagen, aber in mein Fahrrad oder so. Nein! Reggie! Oh mein Gott, Reggie! Was machst du hier? Warum ist er hier? Und warum ausgerechnet hier, wo der Blitz gerade eingeschlagen hat? Oh Gott, bei Carrie klingelt's. Ich kann... Unsere Bestie? Unsere Bestie? Ich kann es nicht fassen, dass du Takashi tatsächlich betrogen hast, Carrie. Ich dachte, ich würde dich besser kennen. Wie soll ich mit einer so falschen Schlange befreundet sein? Aber Girl, du weißt doch Bescheid. Oh mein Gott, jetzt will ich ihn erst recht umbringen. Er hat es einfach meinem Freundeskreis erzählt. Was stimmt mit ihm nicht? Okay, Carrie, ach so. Ja, aber er hat zwar einen Wohnungsschlüssel für bestimmten Sim öffnen. Zutritt gestatten. Geht er wieder? Okay, Reggie geht wieder. Wisst ihr was? Das ist gar nicht so schlecht, dass er jetzt wieder geht. Nein, er geht hinten rum. Gehst du oder gehst du hinten rum? Oh Gott, Reggie. Nein, er versucht es hinten rum. Nein, Reggie. Ich schicke ihn weg, okay? Oh Gott. Oh, nein. Nein, das darf nicht sein. Er muss bitte gehen. Oh Gott. Reggie, bitte geh. Reggie, bitte geh. Oh nein. Was machen wir, wenn es ihn trifft? Falsche Reihenfolge, falsche Reihenfolge. Nein. Carol, okay. Aufschließen. Freundlich bitten zu gehen. Carol muss jetzt raus und Reggie bitten, dass er geht. Das Spiel ist nicht auf unserer Seite. Nein, das läuft gerade ganz und gar nicht gut. Weil wenn jetzt der Blitz einschlagen würde, haben wir jetzt irgendwie ein Problem. Reggie, sorry, du musst bitte gehen. Ich habe hier, du siehst, ganz schlimme Haushaltsprobleme. Gott, Carol verhungert mir gleich. Rein mit dir, meine Liebe. Ich hätte jetzt ungern Kollateralschäden. Carol, gehst du bitte rein? Rein. Richtig rein. Warum? Warum sind meine Sims, wenn es drauf ankommt, so schwierig? So, und jetzt sperren wir wieder abschließen für jeden. Danke. Schau, also Ellie hat wenigstens Angst. Die hat wenigstens Angst vor dem Gewitter und will eigentlich gar nicht draußen sein. Carol will jetzt heulen. Die ist traurig. Na, wahrscheinlich wegen der Aufnahme und dass sie nur 97 Simoleons erpresst gekriegt hat oder von ihm erpresst gekriegt hat. Dass er noch nicht mal ein guter Schurke ist. Und er steht da und kriegt weder einen Blitzschlag noch einen Stromschlag. Was mache ich mit ihm? Was ist mit dem Gewitter? Schaut mal, alles brutzelt um ihn. Ich verstehe es nicht. Jetzt, er schläft gleich ein. Das ist
Das war immer eine sichere Bank. Elektroschock war immer eine sichere Bank. Sims umbringen ist auch nicht mehr dasselbe, wie es mal war. Nicht mal das Gewitter. Vielleicht sind wir hier zu geschützt. Takashi ist sogar zu doof zum Sterben. Ist so. Ich muss mal schauen, dass Carol was isst. Wer bist denn du jetzt? Ein Bücherwurm namens Weiß. Kann's gehen. Heute macht hier niemand auf. Wir haben keine Zeit. Carol, kann man vielleicht hier mal ein bisschen aufräumen? Kannst ja gerne brunchen. Mach euch doch neue Pfannkuchen. Es ist einfach erst 11 Uhr morgens. Also Takashi, ich habe noch den ganzen Tag Zeit, dich hier dem Gewitter zugrunde gehen zu lassen. Wir haben so viel Wäsche rumliegen. Das ist echt brutal. Oh nein, Ellie, ist die Waschmaschine kaputt? Nein. Vielleicht kann sie die Rohrleitungen reparieren. Rohrleitungen sind, glaube ich, nicht so schlimm oder nicht gefährlich. Oh nee, das... Okay, nee, lass. Ist doch was Elektrisches. Lass einfach. Oh. Aber können wir die nicht ersetzen? Ausräumen und zu Trockner hinzufügen? Ausräumen... Ich bin so verwirrt. Warum klappt mein Wäschezeug hier nicht mehr? Und Carol, warum kochst du oben? Haben wir in der Küche keinen Platz mehr? Doch, eigentlich schon. Hauptsache, die Katze hat Spaß. Hauptsache, Maya Bluebe kann im Dreck wühlen. Ist das nicht schön? Hat er vielleicht die Eigenschaft Sturmjäger oder irgendwas, was ihn daran hindert, einen Stromschlag zu bekommen? Nein. Aber ich glaube, das ist irgendwie, das liegt an meinem Spiel, weil ihr habt das letzte Mal im Puppenhaus hat auch keiner einen Stromschlag gekriegt, obwohl das immer safe war. Jetzt nickert er kurz, weil er so super müde ist. Kann ihn denn der Blitz auch treffen, wenn er da schläft? Oder passiert das nur, wenn sie stehen? Die ganze Stadt steckt dauerhaft im Gewittersturm, nur weil er nicht sterben will? Ja. Mann, ey. So, Carol, isst doch jetzt was. Carol, was ist los mit dir? Können wir jetzt nicht mal mehr uns selbst versorgen? Komm, isst den Pfannkuchen. Du hast noch jetzt eine Hosentasche. Iss. Schau, Ellie, so Gott sei Dank hat jemand was zu essen gemacht. Er stinkt inzwischen. Naja, so richtig. Er levelt, also, oh, nur super wenig. Ich gebe ihm jetzt mal ein bisschen Energie, damit er mir jetzt hier den Tag nicht verpennt. Dann darfst du weiter reparieren. Ich glaube dran, dass es funktionieren kann. Wir haben doch hier kein Dach, oder? Nein. Hallo, Gewitter. Was ist das? Ich hätte einen Blitz gern. Ein Blitz bitte dahin, da rein. Aber es hilft auch nichts, wenn ich ihn im Pool schwimmen lasse, oder? Pikachu, Blitzschlag los. Stellen wir ihm zur Not ein Klappbett hin. Boah, wie lange soll das gehen, gell? Warum hat es im Puppenhaus immer funktioniert? Das Gewitter, da hatten wir viel Glück. Da waren aber mehrere Sims gestanden. Naja, solange kann ja Carrie hier die Sachen in die Waschmaschine stecken und die Sachen ins Inventar stopfen. Machen wir einfach hier die Bude ein bisschen sauber. Oder? Perfekt staubsaugen. Haben wir einen Staubsauger? Hatte ich nicht einen Staubsauger? Ich habe doch erst letztens einen Staubsauger gekauft, Freunde, oder etwa nicht? Da. Ducker ist der Staubsauger. Staubsauger leeren. Umgebung staubsaugen. Drauftreten. Und unsere kleine... Was ist mit Hausaufgaben eigentlich? Ach, Zusatzaufgaben kann die gerne machen. Und dann kann sie ein Video aufnehmen. Beauty-Tipps, wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat. Sie fühlt sich unkreativ. Dann mach ein Video, Girl. Und sie braucht Vergnügen. Das passt doch. Kashi, mach's mich fertig. Kann es sein, dass Burnout-Sims eh schon gestraft genug sind? Wieso bist du nicht tot zu kriegen? Ein Video mit Wollmaus? Ja. Mensch, jetzt ist das Gewitter gleich vorbei. Carol, können wir nochmal... Nee, es ist... Gilt noch nicht. Guck mal, jetzt geht's. Es ist schon wieder schön. Ich fühle mich richtig schlecht. Ich fühle mich richtig wie eine Versagerin. Komm, Carol. Geht das jetzt nochmal? Gewitter. Lass mal, das Staubsaugen-Gewitter ist gerade wichtiger. Und wenn es wieder gewittert? Jetzt saugt sie, während Ellie aufnimmt. Sie auf dem YouTube-Video kein Wort verstanden. Steck ihn in den Pool und lösch die Leiter. Der Klassiker. Das funktioniert ja auch nicht mehr seit Sims 4. Die steigen ja dann einfach am Rand raus. Er kriegt keinen Stromschlag, Leute. Frustrierend. Okay, wie schaut's aus? Ich glaube, ja. Jetzt hat sich Musik dabei angemacht. Gewitter läuft. Gewitter, die zweite. So, Takashi, offensichtlich, wenn du beschäftigt bist, klappt das nicht. Aha, einen Schirm willst du tragen. Stell dich doch mal auf eine Freifläche. Hier hin. Vielleicht kriege ich dich dann dazu, wenn du einfach dumm rumstehst. Also ich glaube, das mit dem Reparieren, das funktioniert bei ihm einfach nicht. Also der Plan ist jetzt, ihn einfach nutzlos rumstehen zu lassen, in der Hoffnung, dass ihn der Blitz erwischt. Vielleicht werden Sims, wenn sie gerade an einer Tätigkeit dran sind, nicht vom Blitz getroffen. Ja, was gibt denn der Violence-Mod noch so her zur Not? Immer nett. Okay. Midlife-Crisis-Alarm. Takashi hat die Belastungsgrenze erreicht. Der ganze Stress wird ihm einfach zu viel und er verspürt das dringende Bedürfnis, die abenteuerliche Seite des Lebens kennenzulernen. Gute Nachrichten. Während dieser Phase sinkt seine Energie langsamer. Sieh dir den Bestreben, leiste die Midlife-Crisis-Wünsche an und erfülle sie.
Nein, der kriegt überhaupt gar keinen Wunsch erfüllt. Außer, nein, noch nicht mal den letzten. Er dreht quasi durch, ja? Er dreht jetzt durch. Aber, okay. Ellie währenddessen Beauty-Tipps-Video. Regen-Make-up. So eine Entführung würde auch passen. Aber dann habe ich ihn ja wieder an der Hacke. Nee, bleib nur hier. Oh, Takashi, bleib hier. Ellie, du kannst deine Videos dann auch gerne hochladen. Also zwecks Geld und so, weiß Bescheid. Ah nee, warte, das zweite musst du erst noch bearbeiten. Übergänge bearbeiten. Mensch, Blitz. Blitz, wo bist du? Ah, es ist schon vielversprechend auf alle Fälle. Kannst auch gerne hier hingehen. Hauptsache, du bleibst ein bisschen an einer Stelle mal stehen, damit er dich auch treffen kann. Oh, war ja. Was mache ich hier? Vielleicht kann sie es reparieren. Ich verlasse mich mal auf Carrie, dass sie es schafft, die Waschmaschine zu reparieren. Nachdem ja offensichtlich keine Stromschläge passieren, sollte es ja gefahrlos sein. Schön, oder? Ja, ist es nicht toll im Regen? Warte, wo geht's hin? Im Regen spielen, okay? Junge, bleib einfach stehen. Okay, bleib einfach stehen. Ich glaube, es wird so nichts. Stell dich hin und warte. Du machst mich fertig. So, weiß ja nicht. Das hätte ich mir alles ein bisschen einfacher vorgestellt, dass du die Sachen reparierst und dann halt einen Stromschlag kriegst. Er könnte auch verhungern. Also, das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Er verhungert möglicherweise auch. Diese ungeschützten kleinen Lagerfeuer sind auch gefährlich, aber Feuer hatten wir schon. Takashis Abenteuer bei Gewitter draußen stehen. Es ist gerade total realistisch. Ich feiere das. Dass sie ihn einfach ausgesperrt hat. Also es ist durchaus realistisch, dass sie ihn ausgesperrt hat, weil sie jetzt einfach angepisst ist. Es ist nicht so realistisch, dass sie mit ihrer Wetterstation Gewitter herbeilockt. Möglicherweise verhungert Takashi aber auch. Nein, bitte, du kannst es eh nicht reparieren. Bleib einfach hier stehen. Wollen wir ihn in den Keller sperren und ihn angesichts seiner Vorgänger verhungern lassen? Ah, aber da ist ein Laptop drin. Kann er nicht am Beckenrand ausrutschen auf den Kopf fallen? Ihr seid so böse. Ich will doch nur einen Blitz. Ist es denn zu viel verlangt? Carol versteckt sich im Bett vor Angst. Komm, staubsaug ein bisschen gegen die Furcht. Ja, geh doch. Ich lass sie einfach arbeiten, unsere Kleine, wenn sie denn bieseln war. Und Carol soll sich mit dem Haushalt beschäftigen, weil das ist das beste Alibi. Ich habe drin gestaubsaugt. Ja, okay, vielleicht ist ein Schirm. Vielleicht hilft ein Schirm beim Blitz. Gute Idee. Ich will ihn jetzt nichts mehr reparieren lassen, weil ich glaube, dass es nichts bringt. Bei der Challenge muss man böse sein, das stimmt. Mensch, Takashi. Das hört sich schon so gut gefährlich an, aber es hat nichts gebracht, gell? Gehirnblockade. Na was? Der Typ hatte die ganze Zeit eine Gehirnblockade. Das Gehirn von Takashi ist aufgrund seines Burnouts total blockiert. Eine Gehirnblockade wirkt sich erheblich auf die Arbeitsleistung auf. Ja, was soll's? Du sollst auch vom Blitz getroffen werden. Bleib einfach stehen. Takashi, tu einfach nichts. Wie kann man so an seinem Leben hängen wie Takashi? So, jetzt bist du auch noch schmutzig, Takashi. Noch nicht mal ein Blitz. Liebes Gewitter, was ist das? So lange haben wir noch nie auf den Blitz warten müssen. Der Tag ist jetzt schon fast vorbei. Seine Bedürfnisse sind alle übelst im Keller. Ja, das ist jetzt auch schon egal im Regen. Lass laufen. Was ist? Es kommt ein Blitz, aber nicht zu mir? Ernsthaft? Hier? Hier hat jetzt der Blitz eingeschlagen? Warum? Was ist das? Ja. Reggie, nein! Nein! Reggie, geh! Ich werde nicht mehr. Ja, sagt er auch so. Zieh ab. Ich muss los. Was ist das? Das Spiel hasst uns. Okay, Reggie hat jetzt gesehen, dass er draußen steht. Ich glaube, vielleicht müsst ihr doch darauf warten, dass er verhungert. Er wusste es vorher. Ich meine, er hat sie erpresst und sie hat ihn einfach ausgesperrt. Muss man jetzt mal ehrlich sagen. Sie hat nichts getan. Ja, sie hat ihn einfach nur ausgesperrt. Konnte ja keiner wissen. Was? Geht er da runter? Ich schwöre, wir hatten gerade einen Blitz oben. Okay, dann, ich versuch's jetzt nochmal mit dem, bis das Regengewitter vorbei ist. Und wenn das nichts wird, dann kann er von mir aus unten verhungern. Schon wieder ein Blitz. Schon wieder woanders. Hä, hier? Hier sind die Blitze. Setz dich mal dahin. Hier sind zwei Blitze eingeschlagen. Also, ich weiß auch nicht mehr, was ich noch tun soll. Da stehst du gut. Jetzt wäre ein Blitz toll. Wir haben aber auch ein Pech mit dir. Und der Hunger sinkt so langsam. Dummheit kann retten. Ist so, jetzt ist das Gewitter auch wieder vorbei. Ich werde nicht mehr. Takashi, was ist das?
Na gut, dann locke ich ihn jetzt einfach in den Keller rein. Ich mache jetzt hier wieder, ich schließe die Türen wieder auf. Dann schicke ich Carol runter und schau mal, ob sie ihn hereinrufen kann. Der Typ ist unsterblich. Ich will halt eben ihn einfach nicht nur in den Pool stecken und Zaun rum und fertig, sondern ich will, dass der Tod schon irgendwie nachvollziehbar ist, dass Carol irgendwie damit einen Bezug hat. So wie die Türen aussperren und draußen lassen oder in die Sauna einsperren oder unten einsperren. Einfach nur platt die Sims töten, das ist mir zu einfach. Bau unten eine Zelle. Das gefällt mir. Hat es nicht irgendwer von unseren Männern in der Polizeikarriere mal... Ach, guck mal, dieses Eck. Dieses Eck eignet sich doch hervorragend. So, wir bauen jetzt hier unten extra für diesen unsterblichen Typen. So, wie heißt es? Gibt es da nicht Zellentür eingesperrt? Wir haben doch bei den Polizisten gab es doch was. Von Marcel, genau, deswegen ist es freigestellt, oder? Ha! Schön, oder? Schau mal, und wenn er jetzt reinkommt, hier unten, sieht er gar nicht, was ihn hier ums Eck erwartet. Nice. So, Carol, können wir den jetzt irgendwie rufen? Ich wecke ihn mal auf. Er muss ein bisschen näher kommen. So, komm, Takashi, komm. Ach, Carol, du machst mich fertig. Ich muss jetzt hier, ach so, ich muss hier erst aufsperren, aufschließen. Naja, Carol hat ihn jedenfalls reingerufen, würde ich sagen. Die zwei, sie geht an ihm vorbei und wird direkt kokett. Carol, weißt du was? Staubsaug hier doch mal. Hier schaut es schrecklich aus. Danke. Und Takashi, komm hierher. Wo pinkelt er mir jetzt hin? Er pinkelt mir jetzt, glaube ich, noch in meinen Keller. Vor Angst. Er pinkelt mir noch vor die Kellertür. Okay. So, Carol hat ihn jetzt reingerufen. Er denkt sich nur, hä, was ist das hier für ein Keller? Sieht er im ersten Moment nicht schlimm aus. Die Tür wird wieder abgeschlossen. Für jeden außer Carol. Und jetzt wird sie ihn... Er ist so müde und so verwirrt. Jetzt wird sie ihn da einfach versuchen reinzubekommen. Ich weiß nicht genau, ob das so klar geht. Ob er da so freiwillig reingeht. Nee. Okay, ich muss ihn leider teleportieren, weil die Tür nicht aufgeht. So. Und Carol hat ihn jetzt überwältigt, weil er so übermüdet ist und hat ihn da reingesperrt. Ich weiß gar nicht, kommt er da wirklich nicht raus? Die ist wirklich zu, gell? Da geht nichts. Wisst ihr was? Das ist ein tolles Bild. Carol ist hier am Staubsaugen, während er eingesperrt ist. Das nenne ich Black Widow Lifestyle. Love it. Ja, er erzählt ihr da jetzt. Sie flirtet ein bisschen. Ey, ich hoffe, dass er da drin bleibt. Und Carol geht jetzt schlafen. Und lässt ihn da drin sitzen. Glaubst du, er kann einfach rauslaufen? Nee, er kommt nicht weiter, weil er eingesperrt ist. Es ist wirklich okay, Leute. Wir haben jetzt Takashi bei uns im Black Widow Keller eingesperrt. Und Carol ist auf dem Weg, in Ruhe schlafen zu gehen. Die hat jetzt noch gesaugt bei ihm im Kellerchen, damit es nicht ganz so schlimm ist. Und er kann jetzt von hier drin die ganzen Urnen zählen und merken, in was er da zur Hölle nochmal reingeraten ist. Und er sieht auch schon, dass seine Sachen hier auf ihn warten. Ja, und mit diesem Bild, Takashi in der Zelle, beenden wir den Part für heute. Oh mein Gott, war das anstrengend. Leute, ich habe nicht gedacht, dass es so schwer ist. Normalerweise kriegen die doch Stromschläge. Und warum ist kein Blitz? Also, es waren Blitze da, Blitzeinschläge. Aber nicht da, wo sie einschlagen sollten. Takashi wollte einfach nicht sterben heute. Aber wir haben ihn jetzt eingesperrt und es sieht schlecht aus mit seinem Hungerbedürfnis. Deswegen hoffen wir mal, dass er uns im nächsten Part verhungert. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Part. Wenn dieser Part gefallen hat, dann freuen wir uns Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.